Geschmack, Qualität und einfache Handhabung. Dafür steht der Betrieb der Familie Strohschalm. Gegründet von einem der ersten Haubenköche Österreichs, produziert die Kärntner Firma seit über 30 Jahren Suppen, Soßen und Gewürze. Mittlerweile ist die Geschäftsführung an die nächste Generation übergeben worden, allerdings nicht ganz ohne Schwierigkeiten. Na, der Kindheitstraum war's nicht. Mein Sohn hätte ja sollen bei uns arbeiten, das wollte er aber nicht, weil seine Aussage war, oh, das darf ich nicht sagen. Doch der Reihe nach. Anfang der 80er hat Haubenkoch Armin Strohschalm eine rein pflanzliche Suppe entwickelt. Gesundheitliche Probleme und eine damit verbundene Ernährungsumstellung waren damals seine Beweggründe. Was ausschlaggebende war, meine drei Herzinfarkte und auch einen dritten Herzinfarkt, hat mir mein Primarius gesagt, also jetzt werden Sie verstehen, warum ich bei Ihnen nie eine von Ihren sogenannten guten Rindsuppen esse. Und Sie sollten das auch nicht. Sie sollten mehr auf pflanzlich umstellen. Und zum Schluss war die Suppe fertig. Und dann sind wir draufgekommen, dass eigentlich die einzige Suppe am Markt ist, die allergenfrei ist. Weitestgehend vegan und allergenfrei sind die Produkte bis heute. Umweltschutz ist auch ein wichtiges Thema. Derzeit wird eine Umstellung auf reine Papierdosen geprüft. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf dem Geschmack und der ist seit jeher Familiensache. Meine erste Testerin war meine Frau, weil sie ist diejenige, die eigentlich den besten Geschmack hat in unserer Familie. Ein Erfolgsgeheimnis, das bis heute weitergeführt wird. Allerdings sind mittlerweile alle Familienmitglieder in die Geschmacksfindung einbezogen. Weil Kinder einfach so brutal ehrlich sind und da sofort darauf reagieren. Also wenn die das Gesicht verziehen, dann weiß man, das wird nicht der nächste große Renner. Und deswegen ist es auch wichtig, dass bei uns von jung bis alt alle daran teilnehmen und wirklich offen und ehrlich das Ganze bewerten. Weil wir nur Produkte vertreiben, von denen wirklich die gesamte Familie 100%ig überzeugt ist. Ein starkes Bekenntnis zur Familie, auch wenn Michael Strohschalm erst über Umwege in den Betrieb gefunden hat. Die Lebensmittelindustrie bzw. Gastronomie war nicht wirklich meins. Als IT-Spezialist arbeitet Michael Strohschalm über 10 Jahre in Asien, bis er schließlich seine Meinung ändert. Mein Vater war dann schon in einem Alter, wo er gesagt hat, er möchte das Ganze eigentlich aufhören, er möchte in Pension gehen. Und da hat aber die Firma schon eine derartige Größe gehabt, dass man sagt, es wäre auf der einen Seite schade, das Ganze sterben zu lassen und auf der anderen Seite war es wirklich auch eine große Chance, das zu übernehmen und weiter zu treiben, weiter zu forcieren und da den Markt auch außerhalb von Kärnten, Steiermark in die anderen Bundesländer auszubauen. Familie bleibt eben Familie. So ist es auch kein Wunder, dass selbst an den Feiertagen an der Produktlinie weitergearbeitet wird. Auf die gleiche Weise, wie wir unsere Geschäftsentscheidungen gemeinsam als Familie treffen, feiern wir auch Weihnachten gemeinsam als Großfamilie. Aber auch an diesen Abenden entstehen dann neue Rezeptideen, die wir dann weiterverfolgen können und ins neue Geschäftsjahr mitnehmen. So bleibt gesichert, dass die Firma weiterhin im Familienbetrieb geführt wird und die Philosophie des Gründers weiterlebt.